Es geht darum, einen Menschen in den Weltraum zu schicken. Einem Menschen die unglaublichste Erfahrung, die man sich vorstellen kann, zu ermöglichen. Wann? Wenn wir die Rakete haben. Ja, ich arbeite dran. Ja. Seit 5 Jahren arbeiten Peter Madsen und Christian von Bengtson an der Verwirklichung ihres Lebenstraumes. Sie bauen eine Rakete, die eines Tages Peter und anschließend auch Christian ins Weltall befördern soll. Zeichnen, Skizzieren und Musik war immer Teil meines Lebens. Ich habe Architektur und Weltraumwissenschaften studiert, mit dem Gedanken, bei der NASA arbeiten zu können. Was dann auch passiert ist. Ich sehe mich selbst als Designer und Künstler. Ich bin ein Erbauer von extremen Maschinen. Ich habe eine Ausbildung teilweise als Ingenieur und teilweise als Schiffsingenieur. An Motorrädern oder gewöhnlichen Booten herumzuschrauben, war für Peter Madsen bald zu wenig. Irgendwann habe ich gedacht, mit meinen Fähigkeiten kann ich ein U-Boot bauen. Und dann habe ich ganz alleine in meiner eigenen Werkstatt von der Skizze weg ein kleines U-Boot gebaut. Mein letztes U-Boot, die Nautilus, ist mit 18 Metern das größte U-Boot eines Amateurs der Welt. Der Selfmade-U-Boot-Konstrukteur wurde bekannt und Christian von Bengtson, der gerade von der NASA zurück nach Dänemark kam, wurde auf den genialen Techniker aufmerksam. Wir haben uns in einem seiner U-Boote getroffen. Innerhalb einer Stunde war klar, wir machen dieses Projekt. Das war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Wir werden eine einstufige Rakete bauen, die es schafft, eine 500 Kilogramm schwere Kapsel in den Weltraum zu schießen. Wir starten und fliegen aus der Erdatmosphäre in die Schwerelosigkeit. Wenn wir da sind, trennen wir die Kapsel ab und schweben 5 Minuten im Weltall. Dann fällt die Kapsel von selbst zurück. Es öffnet sich ein kleiner Fallschirm und dann 3 große Fallschirme. Dann fällt die Kapsel ins Wasser. Diese Rakete Heat 1X wurde 2011 gestartet. Sie sehen eine 10 Meter lange und 2 Tonnen schwere handgebaute Rakete. In der Spitze dieser Rakete sitzt ein 80 Kilogramm schwerer Dummy. Es war eine tolle Erfahrung, ein Meilenstein für dieses Projekt. Für uns war es ein großartiger Erfolg. Erstens haben wir abgehoben. Zweitens haben wir es als die ersten Amateure der Welt geschafft, ein Raketentriebwerk über Funk auszuschalten. Der Dummy hat sich zwar das Genick gebrochen und ist ertrunken, aber irgendwo musst du beginnen. Im zweiten Flug hat er sich nur noch das Bein gebrochen. Wir gehen in die richtige Richtung. Wir machen einen Test eines Bestandteils der Rakete, des Dampfgenerators. Er produziert Energie, die eine Turbinenpumpe antreibt. Das sind Bestandteile, die man für eine Rakete braucht.
Man baut so etwas, indem man es unterteilt. Einen Dampferzeuger, eine Turbinenpumpe, einen Raketenantrieb, einen Treibstofftank, einen Druckregulator und so weiter. Und so gehen wir an die Sache ran. Wir teilen es in kleine Teile, die machbar sind. Und am Ende, wenn wir alle Teile zusammensetzen, werden wir eine Rakete haben, die funktioniert. Es gibt viele Unterschiede zwischen der NASA und Copenhagen Suborbitals. Natürlich einen Budgetunterschied. Unser Budget gibt die NASA für Kaffee aus. Wir haben 500.000 Euro pro Jahr. Es geht nicht darum, reich zu werden. Geld ist nur ein Werkzeug. Deswegen haben wir kein kommerzielles Unternehmen gegründet. Was ich hier koche, wird in Katzentoiletten benutzt. Es absorbiert Kaliumpermanganat, das als Katalysator wirkt. Which is the catalyzer. This is the steam plant. Das ist die Dampfmaschine. Sie erzeugt 1500 Kilo Dampf pro Stunde bei sehr hohem Druck und sehr hoher Temperatur. Sie ist der Boiler von der Turbine, von der Treibstoffpumpe, von der Rakete, um einen Mann ins Weltall zu schicken. If we can have this much fun, why shouldn't we share it to a lot of people so they can contribute? Wir haben so viel Spaß. Warum sollen wir ihn nicht mit allen Menschen teilen? Crowdfunding-Seiten wie Kickstarter sind die beste Art, das Projekt zu finanzieren. 5.000 Menschen unterstützen unser Projekt. Hier haben wir den Dampfgenerator. Das ist der Boiler. Er produziert den Dampf. In diesem Tank haben wir 80-prozentiges Wasserstoffperoxid. Es geht durch ein Kontrollventil in eine Reaktionskammer und kommt hier als Dampf heraus. Wir testen den Boiler, ob wir genug Dampf machen können. Nobody gets any finances for this project. Personally, Peter and I, we are living. Niemand verdient etwas an diesem Projekt. Peter und ich verdienen unser Geld durch Vorträge. Circa 45 Personen arbeiten direkt bei uns mit. Sie kommen jeden Tag hierher. Es herrscht 24 Stunden Schichtbetrieb. Solange die Leute Freude an der Arbeit haben, ist Geld nicht so wichtig. The project is interesting enough and it's fun to be here and there's a challenge every day. You don't need the money. It's not important for people to earn money. Es ist ein Kindheitstraum, der so unerfüllbar erscheint. Und alle kommen trotzdem hierher. Ich liebe es, hier zu sein. Sogar ich mit meinen zarten Armen kann mit einer so großen Maschine aus Eisen gestalten, was ich will. Heute am Tag des Tests ist alles weiß. Die Temperaturen sind sehr tief. Es war auch gestern kalt, aber blauer Himmel. Es ist kein guter Tag für einen Test, aber wir machen unseren Test, um Daten zu sammeln und zu sehen, ob wir genug Dampf erzeugen können.
generator so that we can see if we are making enough steam, and that'll be the object of today's test. An manchen Testtagen sitze ich auf einem Stein und weine, weil es so schwer ist, die Leute zu organisieren, das alles am Laufen zu halten, und es ist so viel, woran ich denken muss. Man kann da sehr einsam sein. 3, 2, 1, 0. Der Druckverlust des Katalysatorraums ist gering. Ich verliere durch die Ausdehnung keinen Druck. Kurz gesagt, es funktioniert. Die Maschine hat gut gerochen. Und alles in allem gab es nur einen Unfall. Ich habe versucht, mit meinem Stift zu schreiben und habe jetzt überall Farbe auf meiner Hand. Bis zum großen Tag X werden, so schätzen die Himmelsstürmer, noch etwa 10 Jahre vergehen. Du sollst dir eine Herausforderung geben, die so schwierig ist, dass du glaubst, sie fast nicht zu schaffen, die du dir aber trotzdem zutraust. Man entwickelt sich als Mensch, als Gruppe und als Gesellschaft an schwierigen Herausforderungen. An diesem großen Tag werden sich alle von mir verabschieden. Kommt er zurück? Was wird passieren? Werde ich das überleben? Ehrlich gesagt, wir leben und wir sterben auf jeden Fall. Da führt kein Weg vorbei. Warum nicht das Beste aus dem Leben herausholen?